Ganz schön weiß wird's allmählich auf der Welt und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War. Nach wie vor im dunklen Modus, im Darth Mod. Ah ja, genau, beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen hier Rambazamba betrieben, soweit ich mich dann noch erinnern kann. Russland wird gerade richtig schön von uns zerpflügt. Die letzte Aufnahme ist schon ewig her, es tut mir leid, Leute, aber ich, weiß oder glaube, dass die letzte Aufnahme kurz nach meinem Urlaub war. Also sie ist auf jeden Fall schon ewig her. Aber wir kümmern uns definitiv gerade um Russland und ich meine zu glauben, ich war beim letzten Mal mit meiner Runde fertig. Wir verdienen schon 123, fast 124.000 die Runde. Das werden wir jetzt auch brauchen, um dann die russischen Provinzen alle mal ordentlich auf Vordermann zu bringen. Genau, wir sind mit Russland und Dagestan im Krieg. Ansonsten sieht es eigentlich relativ gut aus für uns. Die Russen haben irgendwoher eine Spawn-Armee gezwirbelt, mit der sie es geschafft haben, Ungarn einzunehmen, zumindest kurzfristig. Aber das wird sie nicht retten. So, die setze ich da gerade wieder zurück rein. Auf jeden Fall haben wir jetzt ihre Full-Stack-Armeen hier ganz schön auseinandergezogen, Gott sei Dank. Hier baue ich aus. Ich baue überall aus. Gut, also wir sind im Winter 1776, das Jahr, in dem, glaube ich, die Vereinigten Staaten die Kolonien ihren Krieg gegen die Briten angefangen haben. Oder war 1776 schon die Unabhängigkeitserklärung? Naja, hier passiert auf jeden Fall noch nichts mit den Vereinigten Staaten. Das ist nach wie vor hier unter britischer Kontrolle, unter enger britischer Kontrolle. Nein. Eure Freihandelsdoktrin dürft ihr gerne behalten. Ich erforsche das Zeug selber. Die Russen versuchen uns immer noch Technologien zu klauen. Und belagern uns. Dämlicherweise, weil wir sind viel stärker. Dagestan bietet mir den Friedensvertrag an. Das Protektorat von Bayern, okay. Wollen wir das annehmen? Ich würde mal sagen, wir nehmen das an. Aber wir sind arm und kraftlos. Wir fordern noch eine Bezahlung von 1000. Nein, das können sie nicht bezahlen. Dann sollen sie weiterhin im Krieg gegen uns versauern. Kein Bock, ehrlicherweise, denen jetzt einen Frieden... So, geisteswissenschaftlicher Fortschritt, Freihandelsdoktrin. Jetzt hätten wir es eh erforscht. Stadt wird belagert, Minsk. Ja, ist jetzt eigentlich so ziemlich Wurst. Weil der Russe uns eigentlich unterlegen ist, aber das Kräftegleichgewicht sagt wieder was anderes. Gut, was haben wir sonst noch? Rekrutierungsbericht in Ostpreußen. Die können wir doch eigentlich rein theoretisch zu Hilfe schicken. Was mache ich mit denen eigentlich? Oh, da werden mir Bataillone draufgehen, habe ich so die Befürchtung. Die aus der Stadt kann ich nicht rechtzeitig schicken. Aber die kann ich daneben stellen. Einfach mal in der Hoffnung, dass der dann die Belagerung abbricht. Also vier Runden habe ich ja Zeit, bis die Leute kapitulieren. Jetzt klatsche ich erstmal die hier weg, bevor die hier wieder Gebäude anzünden. Auf sowas habe ich nämlich gar keine Lust. Okay, so. Also wie die es auch immer noch geschafft haben, 132 meiner Leute zu töten, das frage ich mich immer wieder bei dieser Mod. So, Baubericht. Ganz viele große Mauern fertig. In Bukarest... Da bauen wir weiter aus. Also das hier wird wahrscheinlich wieder eine reine Ausbau- und Russen-Wegklatschen-Folge. In Weißrussland ist das hier fertig. Sehr schön. Das können wir auch ausbauen. Im Prinzip muss ich mich dann eh nochmal durch alle Provinzen durchklicken, wenn es soweit ist. So, Christosao Balsamao. Durchhaltevermögen testen. Minus 1 auf Hingabe bei Such. Ah, super. Naja, hier ist eh schon 89%. Boah. Gut, dass ich mit den Mogulen gut gestellt bin. Das könnte sonst etwas schmerzhaft werden. So. Jetzt holen wir uns erstmal Ungarn wieder, weil ich finde es ja eine ungeheure Frechheit. So, Kapitulation abgelehnt, deswegen wird das jetzt mal ganz kurz in einem automatischen Gefecht versucht. Indem wir haushoch siegen. Glücklicherweise. Damit hat sich Patricio Vaz gleich mal seine Sporen verdient. Rekrutiere ich hier noch die nötige Garde? Ja, ich rekrutiere sie noch. Sehr schön. So, in Depeschen erwähnt.
Provinz erobert Ungarn. Provinz zurückerobert müsste es ja eigentlich heißen. So, Dampfmaschinenfabrik. Dampfbetriebene Textilfabrik. Das hier reißen wir jetzt wieder ab. Die wollten hier doch glatt wieder ihren Glauben durchsetzen, dass ich nicht lache. So, was auch immer sie damit hier vorhaben. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur einfach mal, es soll ein schlechter Witz sein. Ja, natürlich 400 Mannschaften, 758 zu töten. Ja, das Spiel ist eindeutig darauf ausgelegt, dass man hier Echtzeitschlachten macht. Also muss man auch ganz klar mal dazu sagen. Merkt man auch. So, Fortbildung. So, Moskau nach wie vor sehr gut besetzt von mir. Oh, ich kann jetzt alles ausbauen, ist der Hammer. Ja, durch die Freihandelsdoktrin kann ich jetzt all meine Häfen zu globalen Handelsgesellschaften aufrüsten. Das wird nochmal sauber auf die Staatskasse hauen. So, Astrachan. Kann ich die Runde nicht mehr erobern. Tschetschenien, Dagestan. Aber Don Vojsko hole ich mir jetzt. Vielleicht auch wieder kampflos. Ja. Die Bevölkerung kapituliert. Ob meiner extremen Macht. So, genau. Bei Intertarien habe ich beim letzten Mal ordentlich Gebäude abgerissen. Da kann ich mich noch erinnern. Hier baue ich allerdings schon eine Kirchenschule. Und hier baue ich ein Freudenhaus. Das heißt eigentlich noch eine Kirchenschule. Das hier baue ich mal aus. Noch eine Kirchenschule könnte eigentlich gar nicht schaden hier. Oder halt eben Werkstätten. Wie sieht es mit der öffentlichen Ordnung aus in der Provinz? Eigentlich ganz gut. Kann ich mir tatsächlich eine Schmiede mal da reinbauen. Eisenwerkstätten. Also ich bin zufrieden mit unserem Fortschritt momentan. So, Provinz erobert Don Vojsko oder Don Vojsko. Tscherkassk. Jetzt muss man eigentlich nur noch die Krim holen. Russland hat nur noch zwei Gebiete, sehe ich das richtig? Wobei eins davon gleich wegfällt nächste Runde. Das Einzige, was er dann noch hat, ist die Ukraine und... Ne, drei Gebiete haben sie noch. Okay, wir haben eine Pforte, Siedlungsbefestigung. Es ist im östlichen Stil noch alles, weil es ja vorher dem Krimkhanat gehört hat. So, jetzt hoffen wir mal, dass die restlichen europäischen Mächte, die wir hier so schön umsäumen, dass die sich nicht gegen uns auflehnen. Dann werde ich mal anfangen, jetzt zuerst mal in der neuen Welt und in Indien alles auszubauen. Mit dem Geld. Und wenn dann noch was übrig bleibt, mache ich mich wieder an Europa. Aber Europa wird auf jeden Fall am meisten Kohle fressen. Ist ja auch logisch. Was bringt das eigentlich? Stärkt Prestige. Verbessert Exportkapazität. Mehr mögliche Handelsrouten. 625 Provinzwohlstand. Städtewohlstand. Eieiei. Also das Ding zu bauen, vor allem in der neuen Welt, das lohnt sich ja mal richtig fett. So, hier oben habe ich, glaube ich, auch noch so eins. Oh, ihr seht schon, was hier an Kohle drauf geht, Freunde. Port Royal. Und meinen Heimathafen baue ich natürlich noch aus für das Geld. Schauen wir mal in Indien, da werden wir wahrscheinlich jetzt auch, da werden wir jetzt die restliche Kohle lassen. Zack. Aber wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, denn 130.000 sind nächste Runde fast unser. So, 90% Katholizismus. So, mal sehen, ob er jetzt angreift oder ob er jetzt ablässt von der Siedlung. Ich bin ja gespannt. Ja, ja, komm, dann zieht euch. Auch Bayern hat sehr viele Protektorate, wie ich das gerade schon sehe.
Ja, sie lassen ab, das dachte ich mir fast. Und zünden natürlich mal wieder fröhlich meine Gebäude an, aber damit ist es natürlich vorbei, sobald ich mir die... Ja, wo auch immer jetzt noch hier so eine einzelne Armee herkommt, frag mich nicht. Ich entsende dann mal meine Truppen zur Säuberung dieses Gebiets. So. Ja, das schadet mir nicht groß, das repariere ich einfach wieder. Schade, ich hatte eigentlich gehofft. Naja. Ja, und jetzt kann ich sie mit der anderen Armee wegklatschen. Sehr schön. So, einmal Fortbildung und nochmal Fortbildung. So, hier fehlen mir jetzt zwei Truppen. Wo werde ich die denn rekrutieren? Na, praktischerweise kann ich das hier tun. Ah, nee, stopp. Praktischerweise habe ich das hier schon getan. So, weil diese Armee hier, die wird mir nicht mehr länger auf den Sack gehen. Und tschüss. Der Weg ist versperrt. Über Leichen kann man anscheinend schlecht drüber latschen. So. Baubericht. In Nizhny Novgorod. So, der Pelzmarkt. Auf zur Pelzbörse mit dir. Das können wir auch aufrüsten. Genau, das war die Kirchenschule dann in Baschkirien. So, genau, in Österreich haben wir nochmal ordentlich Guards ausgebildet. So, können wir uns aus Don Voisko, können wir da, ja, da können wir ja schon wieder abziehen, ist ja vollkommen entspannt. Was ist denn das hier eigentlich? Warum haben wir das noch nicht abgerissen? Das hier bauen wir aus und das hier reißen wir auch ab. So, jetzt würde ich erstmal vorschlagen. Sehr schön. Wir nehmen den Russen einfach jetzt jegliche Grundlage, in irgendeiner Richtung noch ihre Atemwege frei zu bekommen. Wie ich schon sagte, die sollen es auf jeden Fall bereuen, dass sie sich mit uns angelegt haben. Ich könnte mal hier überall noch ein bisschen mal wegen der Infrastruktur schauen. Aber ich meine, die habe ich, da habe ich jetzt überall aufgepasst und die auf den aktuellsten Stand gehoben. So, Jasin, Moldawien. So, Provinz erobert, Astrachan. Die wahrscheinlich unnützeste Provinz. So, diese Armee entsorgen wir definitiv noch von der Landkarte. Scheinbar ist es uns jedoch nicht vergönnt, sie komplett zu entsorgen. Zumindest nicht in dieser Runde. Kann ich die irgendwie... Ja, ich kann sie nur infiltrieren, super. Ich würde sie einfach ganz gerne sabotieren oder vergiften, so wie bei Rome 2. Das sind eigentlich relativ coole Sachen. Oder zumindest so sabotieren, dass sie eben nicht mehr fliehen können und wenn sie angegriffen werden, halt dann vollständig vernichtet werden. So, Eigenschaft erhalten. Torquato Paixoto, aggressiver Angreifer und kaltköpfig unter Beschuss. So, dann werde ich mit denen Richtung Krim jetzt marschieren. Da ich Don Voisko jetzt guten Gewissens ja allein stehen lassen kann. Jorge Calado. Oder Jorge. Nennen wir ihn einfach mal Jorge. Die haben auch gar keine Generäle mehr. Die haben keine Generäle mehr, die Russen. Sie sammeln jetzt hier nur noch ihre letzten Streitkräfte und warten darauf, von mir zerlegt zu werden. Was nicht mehr lange auf sich warten lässt, weil ich werde garantiert Kiew von allen Seiten nehmen. Und Dagestan werde ich mir eben auch so schnell wie möglich holen. Damit mir da unser guter Freund der Osmane nicht zuvorkommt. Wie in meiner ersten Kampagne von Empire, der Osmane wieder unser bester Freund, lustigerweise. Hier eine Kirchenschule hin.
So. Wir haben Kohle. Das bedeutet, wenn wir Kohle haben, bauen wir Indien aus. Bis wir keine Kohle mehr haben. Und dann bauen wir Europa noch aus. Bis wir keine Kohle mehr haben. Alter, wie kann er sich eigentlich so viele Armeen leisten? Das ist ja heftig. Kisbashi-Musketiere, okay. Die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Sie haben nur relativ wenig Präzision. Die werden gegen meine Garde hammermäßig abscheißen. Aber die Mogulen waren mir eigentlich auch immer sehr loyal gegenüber. Auch wenn wir jetzt irgendwie kein Bündnis mehr haben. Warum haben wir eigentlich kein Bündnis mehr? Und ihr seht auch in der kleinen Fraktionsübersicht, da, ja, da schwindet es allmählich. Warum ist Großbritannien mir eigentlich feindlich gesonnen? Ach, wegen territorialer Expansion minus 191. Bei den Mogulen sind wir allerdings geschätzt. Ah, die sind mit Russland verbündet. Stimmt, deswegen haben wir mit denen nie ein Bündnis gehabt. Das heißt, die könnten uns eigentlich so übel wegsnacken, weil in Indien habe ich gerade überhaupt gar keine Chance, mich in irgendeiner Form zu verteidigen. Also könnten die mich, wenn sie wollten, einfach mal schnell aus Indien rausprügeln. Zumindest vom Festland. Ich schätze mal, nach Ceylon werden sie so schnell nicht kommen. Aber das dürfte auf jeden Fall dann nicht gut enden. So, jetzt bauen wir mal überall noch diese globalen Handelsgesellschaften. In Europa habe ich eh relativ wenig Handelshäfen. Na, so viel zu dem Thema. Sieht es eigentlich auf Island aus? Ja, da ist alles gebaut, was man bauen kann. Aber immerhin, die Provinz wächst, blüht und gedeiht eigentlich relativ gut. Also dafür, wo ich die am Anfang übernommen habe, war die ja bankrott, die Provinz. Da seht ihr, unter meiner Führung erblüht einfach alles. So, ich beende wieder die Runde. Wir kommen relativ gut durch. Die Russen leisten fast keine Gegenwehr mehr. Und das, was sie machen, sind eigentlich mehr so Trollaktionen, dass sie halt die Gebäude ein bisschen anzünden und so. So wie hier jetzt zum Beispiel. Ja, wollt ihr vielleicht gleich die ganze Welt umsegeln in der Runde? Aha, okay, sie segeln jetzt um die halbe Welt, nur dass sie sich in Stockholm in meinen Hafen reinsetzen können, der eh fast nichts beiträgt zur ganzen Handelsroute. Ja, gut. Also ihr merkt schon, egal welchen Total War Teil man spielt, man muss einfach an der KI zweifeln. So, Baubericht. Oh, Pelzmarkt. Jetzt gleich zur Pelzbörse aufrüsten. Ja, hier hinten gibt es natürlich Pelze ohne Ende, weil da gibt es natürlich, kann man alles jagen. Pionierschule, Eisenwerkstatt. In Moskau fertig. Sehr schön, jetzt werden nämlich diese ganzen Gebäude, die ich in den russischen Provinzen baue, fertig. Womit ich die richtig schön aufrüsten kann. So, Bichapur. Dass der Muten-Knopf immer noch funktioniert. Der kommerzielle Hafen in Bulgarien, den können wir auch zur globalen. Hier habe ich schon so viele Fabriken ausgebaut, das ist ja der Hammer. Dampfbetriebene Zuckerfabrik. Okay, ja, das war's damit. Eigenschaften erhalten. Duarte Marquez, plus 2 auf Hingabe bei der Suche nach Konvertierten in Indien. Er hat ein heiliges Licht erhalten. Matthäus Kavadal, ohne Schamgefühl. Das ist einer meiner Minister, ne? Nee, ist irgendwer anders. Ich habe ein relativ gutes Ministerium, allerdings na, vom Alter her gut. Mein Gouverneur für Indien ist schon relativ alt. Aber eigentlich ja, ein relativ gemischtes Ministerium, nennen wir es jetzt einfach mal so. So, die Krim werde ich mir wahrscheinlich auch ohne Widerstand holen können. Einmal zack, zweimal zack. So, das bauen wir aus. Ja, die Armee wird zur Trollarmee da oben. Soll sie das werden? Das ist mir ehrlicherweise ziemlich egal. Ich snack mir nächste Runde. Tarki! Die Hauptstadt von Tschetschenien, Dagestan. Ja, was ich mit der Armee hier mache, das weiß ich noch nicht so ganz. Sie nervt mich auf jeden Fall schon übel. Aber Moskau will ich ehrlicherweise nicht einfach so entblößen.
Es wird jetzt Zeit, meine Streitkräfte vorzubereiten. Für den finalen Sturm auf die Ukraine. Dann brauche ich mich nämlich auch um diese Trollarmee da hinten nicht zu kümmern, weil dann wird sich da quasi von selbst drum gekümmert. So, hier wollte ich sicher eine Poststation bauen. Euch kann ich eigentlich auch mal Richtung Grenze schicken. Nein, hier wollte ich keine Poststation bauen. Sorry, ich habe nämlich schon eine. Ich baue hier einen Weber. Den Weber-Grill. Die werden definitiv auch ein bisschen näher rangekarrt an den Feind. So. Die werden entsorgt jetzt. Die schaffen es natürlich noch knapp 400 Leute umzubringen, aber immerhin. Entsorgung gelungen. Und ich sehe, Freunde, dass wir für diese Folge leider schon wieder am Ende sind, sogar schon drüber hinaus ein bisschen. Und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal dabei seid, wenn wir dann endlich Russland dem Erdboden gleich machen, komplett. Und das wieder heißt, Let's Play Empire Total War. Bis dahin, ciao Freunde, macht's gut, euer Max.